Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club und ich zeige euch heute Ostertütchen in Hasenform und ihr seht hier schon, wie beim Osterhasen, zwei große Löffelohren. Das Ganze ist super einfach zu machen und natürlich auch super niedlich, um kleine Süßigkeiten zu verschenken. Und was ihr dafür braucht und wie es funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht für das Tütchen eine ganz normale Serviette, ein paar Süßigkeiten wie diese hier und einfach ein Stück Band oder Faden zum Zubinden. Den Faden lege ich erstmal noch zur Seite und die Süßigkeiten auch. Die Serviette falte ich jetzt als erstes auf, sodass die weiße Seite, also die Innenseite, oben liegt. Und dann kommen die kleinen Süßigkeiten in die Mitte. Und ich fange jetzt mit dem Falten an. Ich nehme eine Ecke und schlage sie ein bisschen ein, ungefähr bis zur Hälfte dieser Seite. Und dann schlage ich sie noch zwei weitere Male ein. Einmal und einmal hier komplett drüber, damit die Süßigkeiten sicher verpackt sind. Die sind jetzt nicht mehr zu sehen. Und alles feststreichen. Dann drehe ich alles. Nehmen beide Seiten hoch. Diese hier und die gegenüberliegende auch. Das werden die Hasenohren und die hebe ich an. Hier ist jetzt meine vierte Seite. Die nehme ich jetzt nach innen. Und die läuft jetzt hier zwischen den beiden Ohren hindurch. Dafür wechsle ich einmal die Hände und ziehe hier vorsichtig an der vierten Ecke. Die zieht sich jetzt hier innen rüber. Und kommt auf der gegenüberliegenden Seite wieder heraus. Hier vorne habe ich jetzt meine beiden Ohren. Und die drücke ich jetzt in der Mitte zusammen. Und genau dort, wo ich sie zusammendrücke, binde ich jetzt auch alles fest. So einmal herum festziehen und dann mache ich vorne eine Schleife drauf. So sehen dann die Öhrchen aus. Die stehen hier oben schön hoch. Und ich drehe es einmal um. Hier ist die Rückseite. Und diese Seite könnt ihr entweder als Schwänzchen hier so ein bisschen nach oben stehen lassen. Aber vielleicht ein bisschen groß als Häschenschwänzchen. Ich mache es so, dass ich alles einfach nach unten schlage. Und ihn hier verschwinden lasse. Und das Ganze wird der neue Boden. Also das sind so die beiden Varianten, die man machen kann. Entweder einfach so lassen oder hier nach hinten ziehen. Und so sieht dann das Osterhasentütchen aus. Und ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Vorschläge, Ideen, irgendwelche Wünsche habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Lasst uns vielleicht auch ein Abo da. Das wäre natürlich auch super. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Tschüss!